Hallo ihr Lieben, ich dachte, ich mache mal aus aktuellem Anlass ein Video, aber es wird nicht das einzige Thema sein, weil, ich will nicht immer so über jedes Thema ein einzelnes Video machen. Ich werde jetzt mal so zwei, drei Themen in einem Video zusammenpacken, das finde ich irgendwie besser. Ja, ich möchte mal Stellung beziehen zu Olli Flash, also was ihm passiert ist in Berlin. Eine ganz feige und hinterlistige Attacke auf ihn. Ich spreche natürlich volle Solidarität aus Olli Flash gegenüber. Ich schaue hin und wieder auch Sachen von ihm, verfolge ihn fast regelmäßig. Ja, es gibt andere YouTuber, die schaue ich ein bisschen mehr, aber er leistet genauso eine tolle Aufklärungsarbeit. Und hat da auch Unterstützung einfach mal verdient. Ja. Ja, was soll man sagen? Also eigentlich, um ehrlich zu sein, habe ich ja schon fast mit gerechnet, ne? Das ist ja das Traurige. Dass wir inzwischen schon so weit sind, dass wir uns nicht mehr sicher auf der Straße bewegen können. Klar gibt es Stimmen. Ich habe ja auch da das Interview mit ihm gehört. Dieses Deutschlandradio, was das da ist. Das kannte ich vorher auch noch nicht. Und da haben mir auch Leute angerufen und gesagt, Mensch, warum hast du dich da extra in Gefahr begeben? Man muss doch denn damit rechnen. Auf eine Art, ja, der Gedanke ging mir auch durch den Kopf. Ne? Warum begibt man sich ja in Gefahr? Ja, warum geht man da lang, wenn man weiß, da wohnen die halt oder sind halt sehr stark vertreten, ne? Aber von der anderen Seite, was ich auch verstehen kann, was er sich dann sagt, warum nicht? Also, es ist ja traurig, wenn man dann schon so eine Art No-Go-Areas aussprechen muss, weil da irgendwie der linke Terror herrscht oder was, wo man Angst um sein Leben haben muss, bloß weil man anderer Meinung ist. Ja, also, das kann es ja irgendwo auch nicht sein, ne? Also, dann so zurückzukuschen, das, also von daher ist es eigentlich richtig, gerade denn da reinzugehen. Man ist doch trotz allem, muss man doch das Recht haben, lang zu gehen, wo man möchte. Sehr, sehr krass. Also, ich würde es nicht unbedingt herausfordern, glaube ich, ne? Wenn ich ehrlich bin. Also, stell ich mal vor, was los wäre, wenn man irgendwie jetzt ein eBay-T-Shirt anhätte oder irgendwie einfach nur ein Shirt, wo Patriot oder sowas draufsteht. Und man geht zu so einer linken Demo oder sowas, ja. Ich glaube, das ist auch nicht unbedingt Gutes. Aber das ist auch irgendwo dann gleichzeitig wieder so traurig, ne? Also, das patriotische Lager ist ja immer zu Gesprächen bereit. Da darf jeder kommen. Jeder darf da auch seine Meinung sagen. Aber sobald es andersrum wäre, wenn jetzt zum Beispiel ein Patriot oder, ja, oder Neurechts, wie sie sich da alle schimpfen, auf so einer linken Demo wäre, was wäre da denn los? Also wäre ein Aufstand und wären wahrscheinlich alle umkreist werden, ja, und irgendwie rausgemobbt werden wieder, und das ist so, das kann es irgendwie nicht sein. Und das ist Faschismus. Das ist immer so lustig, ne? Antifa heißt ja antifaschistisch. Aber sie sind nichts weiter als Faschisten. Ja? Das sind die Faschisten. Keine andere Meinung geltend machen. Nur wie sie denken, nur ihre Denkweise ist die richtige. Und jeder, der irgendwie auch nur abweichend eine andere Meinung hat, wird fertig gemacht und wird, es ist ja schon öfter passiert, hinterlistig attackiert, auf den Hinterkopf geschlagen, wie es dem Henrik Stöckel ja passiert ist, ne? Der auf öffentlicher Straße von hinten, hinterlistiger Angriff, auch von so einer linken Socke. Das ist, was soll denn sowas? Also, kennt keine andere Sprache. Und Wahnsinn, eine Wahnsinnsleistung. 10 Leute, ungefähr 10. Er schätzt ja ungefähr, dass es 10 waren. Eine genaue Zahl kann er ja nicht sagen. Dass es 10 Leute auf einen einprügeln. Beifall, Applaus, Wahnsinn. Ja. Das wäre mal interessant. Wenn ein, sucht euch doch mal einer gegen einen, ja, der ungefähr von der Statur ja ähnlich ist. Und dann versucht er doch nochmal, ja?
Aber da seid ihr zu feige zu. Natürlich ist es am besten, gar keine Gewalt anzuwenden. Was soll denn das? Also mit Gewalt oder irgendwelche Autos anzünden oder was sie sonst immer noch vor Aktionen bringen. Damit erreicht man nichts. Was soll denn das? Ja. Verstehe ich nicht. Also, null Verständnis. Und ich bin auch sehr froh, dass ihm nichts Schlimmeres passiert ist. Dass er relativ, ja, noch glimpflich davongekommen ist, kann man ja so sagen. Ne? Also, es hätte aber auch schlimmer ausgehen können. Was wäre, wenn die Polizei nicht gerufen worden wäre? Ne? Nicht wundern, wenn ich nur wieder mal gucke, wenn hier einer kommt. Ich hasse das halt, unterbrochen zu werden hier. Also, man kann echt noch froh sein, dankbar sein, dass es nicht so, dass es nicht schlimmer gekommen ist, ne? Ja. Traurig finde ich dann auch die Stimmen, die dann jetzt ihm unterstellen, dass es jetzt irgendwie alles gefaked ist, weil er irgendwie Geld braucht oder dass er irgendwie noch bekannter wird oder was sie nicht alles gesagt haben. Warum sollte jemand so etwas tun? Gerade wie Olli Flash, der würde sich doch damit nur selber schädigen. Also mal ein bisschen Kopf anschalten, ja? Also, warum sollte so jemand einen Angriff faken? Was hat er davon? Außer sich selbst damit zu schaden. Bekloppt. Dann regen sie sich auf, dass er, weil ja auch sein MacBook da, sein kaputt gegangen ist, weil er das beim Angriff dabei hatte. Dann regen sich welche auf, dass da ziemlich schnell Geld zusammengekommen ist, dass ziemlich viele Leute ihm gespendet haben, dass er sich schnell wieder was holen kann, weil es einfach mal sein Arbeitsinstrument ist, womit er ja Aufklärungsarbeit leistet. Und sich darüber aufzuregen, dass das da jetzt gespendet wurde. Also Leute, ihr habt echt keine anderen Sorgen, ey, ganz ehrlich. Ja. Das einzig Gute ist, was dieser Angriff bewirkt hat, dass ja noch eigentlich das Gegenteil von dem bewirkt wird, was sie ja immer wollen. Ne? Also dass ja dann, da ich, wie war Martin ja auch bei diesem Christchurch-Dings-Attentat da, ne? Je mehr versucht wird, die Leute unterzubuttern, fertig zu machen, umso mehr Sympathisanten kriegen sie ja, umso mehr Unterstützer. Das finde ich so cool. Er hat jetzt dadurch noch mehr Abonnenten bekommen, mehr Unterstützer und Spenden ohne Ende. Und genau das ist das Geile daran. Ja, das ist das Einzige, wo man vielleicht der Antifa dankbar für sein kann. Das ist eigentlich mal genau das Gegenteil bewirkt. Ich feiere das total, ja. Ja. Dann wollte ich noch kurz, also wie gesagt, Olli Flash wollte ich was zu sagen auf jeden Fall. Und das brannte mir schon lange auf der Seele. Aber irgendwie bin ich immer wieder von abgekommen. Ich wollte mich nochmal zu diesem Rammstein-Video äußern. Ja, das böse Deutschland-Lied, ja. Also ich bin großer Rammstein-Fan, ja, von daher muss ich dazu was sagen. Ich höre die Jungs schon sehr, sehr lange. Und ganz ehrlich, ich weiß überhaupt nicht, was das Problem ist. Die Leute regen sich auf, diskutieren darüber. Aber was ich sehr, sehr interessant finde, sowohl links regt sich darüber auf, als auch im patriotischen Lager wird das Thema, also wird das Video ja sehr heftig diskutiert. Da gibt es ganz unterschiedliche Meinungen zu. Ich wusste es auch nicht so. Also erstmal, okay. Man guckt sich erstmal an, muss erstmal sowieso sich gedanklich sortieren, weil irgendeine Interpretation hat man ja dazu. Und dann hört man sich das nochmal an und bildet sich irgendwann eine Meinung drüber, wie bei jedem anderen Lied ja auch. Aber mal ganz ehrlich, ich weiß nicht, was das Problem ist, weil jeder, der Rammstein kennt, weiß, dass die nun mal sehr provozierend arbeiten. Ne? All ihre Videos sind immer sehr provokant, auch die Texte, die Inhalte, auch ihre Bühnenshows. Ja, entweder man liebt es, man steht da drauf, oder eben nicht, oder man findet es halt nicht so toll, oder weil es einfach nicht der Musikgeschmack ist, oder einem einfach nicht so viel gibt, was weiß ich. Was ich so glaube, vielleicht haben sie genau das beabsichtigt, ja, dass eben darüber diskutiert wird, sowohl von links als auch von rechts. Finde ich sehr, sehr cool. Das feiere ich auch. Also, und das Schöne ist ja, für mich lässt dieses Video unheimlich viel Raum für Interpretation. Also man kann es auf der einen Seite total deutschlandfeindlich auffassen, ja, sehr linksorientiert. Man kann es aber auch in die andere Richtung interpretieren, nämlich auch sehr kritisch. Ne? Also ich finde, da kann sich jeder selber sein Urteil bilden. Und ich glaube, das ist ja auch das Tolle an Musik, ja, auch an Gedicht,
selbst an einem Gemälde. Jeder sieht doch in einem Gemälde vielleicht was anderes. Jeder fühlt irgendwas anderes. Und so ist das ja bei Musik auch. Und gerade vielleicht bei diesem Lied. Aber ich feiere das, dass es irgendwie jetzt, das werden sie irgendwie als Nazis beschimpft oder was, ja. Aber das ist künstlerische Freiheit, ja. Und wie gesagt, jeder, der sich mit Rammstein auseinandersetzt, der weiß, dass es, Leute, stellt euch mal vor, wenn alles immer so wortwörtlich gemeint wäre, was sie da sagen, da müssten das ja irgendwelche sehr psychisch gestörten Menschen sein, die Kannibalen sind, ja. Was war noch immer so Thema? Komme ich jetzt nicht drauf, mir fällt jetzt nichts ein, aber befasst euch mal mit den früheren Texten, mit den älteren Texten, ja. Und da müssten das ja wirklich irgendwelche hirnverbrannten, schwer gestörten Menschen sein, ja. Also, von daher, sie haben sich dabei auf jeden Fall was gedacht. Was nun genau? Das kann ich jetzt auch nicht so genau sagen, aber ich mag das Lied unheimlich gerne, auch das Video. Da steckt unheimlich viel drin für mich. Sei es, dass so vielleicht ein bisschen mit der Geschichte von Deutschland das alles ein bisschen verarbeiten, darstellen, auf eine sehr krasse Art natürlich. Aber so sind sie nun mal. Und ich liebe so eine Bands, die eben auch provozieren, die auch sehr sozialkritisch sind, sehr systemkritisch sind. Finde ich, für mich. Und mit sowas kann ich viel mehr was anfangen als mit irgendeiner 0815-Mucke oder mit einer Helene Fischer, die, naja, aber es ist, wie gesagt, das ist Musikgeschmack, das mag ich nicht. Jeder steht auf was anderes. Aber wie gesagt, so dieses ganze Rumdiskutiererei oder dieses Schockiertsein darüber, über dieses Rammstein-Video, ey, come on, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ja, 12 Minuten habe ich. Ich habe ja immer hier auf YouTube immer nur 14 Minuten, deswegen muss ich mich relativ kurz fassen. Ich habe mir noch was überlegt. Und zwar ist mir ja das Thema Natur sehr wichtig. Ich halte mich auch ziemlich viel in der Natur auf. Ich sammle sehr viel in der Natur, befasse mich viel mit Wildkräutern und so. Und ich habe überlegt, einen zweiten Kanal aufzumachen, wo ich das, was ich bereits schon an Wissen mir angeeignet habe, weitergeben möchte an die Menschen, weil ich glaube, dass das sehr verloren gegangen ist. Also der Mensch hat sich sehr von der Natur distanziert. Nicht alle. Ich kenne auch selber im privaten Umfeld welche, die sich, die da ähnlich sind, drauf sind wie ich. Aber ich möchte das Wissen, was ich jetzt bereits schon habe, ich würde mich selbst immer noch als Anfänger bezeichnen, da lernt man ja auch nie aus. Aber ich möchte das, was ich bisher weiß und wie ich damit arbeite, möchte ich weitergeben. Und dadurch, dass es hier auf diesem Kanal nicht so richtig hinpasst, habe ich mir überlegt, einen zweiten Kanal aufzumachen, wo ich euch einfach ein bisschen mitnehmen möchte, von Anfang an, vom Sammeln bis zum Verarbeiten und was man letztendlich mit diesen Pflanzen alles anstellen kann. Weil ich das ein sehr wichtiges Thema finde und Trends kommen und gehen, sag ich mal. Ja, aber die Natur, die war schon immer da und die wird immer da sein, bis es diese Erde irgendwann nicht mehr geben wird. Und ich finde es einfach wichtig, dass das, was uns immer umgibt, dass wir da auch einfach Bescheid wissen drüber und was wir damit alles anstellen können. Das ist mir irgendwie wichtig, das ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit. Und da werde ich mir ein paar Gedanken drüber zu machen und dann auch ziemlich bald, ja, Videos drüber zu machen. Weil das ist wirklich eine große Leidenschaft von mir, die ich mit euch gerne teilen möchte. Und wer Lust hat, kann gerne mal reinschauen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen drüber. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, seid gesegnet, eine tolle Zeit und bis zum nächsten Mal.